In den letzten Tagen und Wochen habe ich sowohl Drucker zum Testen angeboten bekommen, als auch auf Kickstarter gesehen und natürlich auch im Internet gesehen, was denn da gerade so aktuell im Trend ist. Und ich möchte euch in diesem Video einfach mal erzählen, warum ich bestimmte Drucker ablehne zum Testen, warum ich sie auf Kickstarter nicht unterstütze und warum ich mir diese auch nicht kaufen werde. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Megorama.de. Kleiner Disclaimer vorab. Das wird ziemlich kontrovers, dieses Video hier, deswegen bleibt höflich in den Kommentaren, seid lieb zueinander. Das ist meine persönliche Meinung, die ich euch hier herantrage und wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr es genauso gut tun. Das akzeptiere ich natürlich und da bin ich auch froh, wenn es andere Meinungen gibt, aber bleibt bitte höflich. Der erste Drucker, über den wir reden, ist ein Core X2 Drucker. Und nein, es ist nicht der Bambulab X1, der kommt später nochmal an die Reihe. Aber es ist ein Drucker von Two Trees, den hat man mir angeboten. Und ich habe zu dem Drucker ein bisschen recherchiert und habe das ein oder andere Video gefunden. Unter anderem aber auch von Uncle Phil, der ziemlich schmerzverzerrt in die Kamera geguckt hat und ein sehr ironisches Video darüber gemacht hat, warum der Drucker denn super ist. Nicht. Erstmal, wenn man sich den Drucker anguckt und was da alles versprochen wird, sieht das schon mal ziemlich gut aus und der Preis ist auch in Ordnung. Für 399 US-Dollar scheint das ein ganz rundes Paket zu sein mit Linearschienen und. Das Problem ist nur, der Drucker funktioniert nicht so, wie er sollte. Also nicht, dass ich nicht dankbar bin, dass Two Trees mir den Drucker angeboten hat, aber ich habe mir ihn nach dem Testbericht von Uncle Phil, ich verlinke euch den mal unten in der Videobeschreibung, dankend abgelehnt. Auch wenn Uncle Phil gemeint hat, ey, es wäre doch mal witzig zu wissen, was sie denn entsprechend mittlerweile verschlimmbessert haben, kannst ja mal gucken, kannst ja mal testen, aber ich sag mir, nee, das Modell ist mittlerweile schon nicht mehr das neueste, das ist schon ein paar Monate oder ein paar Jahre sogar alt und ist wirklich mit eklatanten Mängeln übersät, deswegen muss ich das Ganze nicht noch mal irgendwie durchkauen. Das ist jetzt hier der einzigste Ort, wo ich nochmal sage, okay, dieses Modell werde ich mir nicht kaufen. Das ist auch das Resümee, was Uncle Phil gezogen hat. Kauft euch den Drucker nicht. Der ist nichts für Einsteiger, der ist nichts für Fortgeschrittene, die sagen, sie wollen noch einen Zweitdrucker oder einen Dritt- oder Viert- oder Fünftdrucker haben. Er funktioniert einfach nicht so gut, wie er soll. Selbst wenn er dann mal funktioniert, dann druckt er nicht in der Qualität wie zum Beispiel mal ein Ender 3, der noch deutlich günstiger ist. Von daher ist es ein Drucker, den ich mir definitiv nicht kaufen werde. Two Trees war aber dann so cool, hat gemeint gehabt, okay, gut, können wir verstehen. Wir würden dir dann gerne als Ersatz den Laser Engraver schicken. Und da bin ich hellhörig geworden, da habe ich mich auch ein bisschen eingelesen. Ist zwar auch nicht das ganz neueste Modell, aber der scheint deutlich besser zu sein. Vermutlich, weil er in einer ganz anderen Fabrik produziert wird oder warum auch immer. Aber den werden wir uns demnächst nochmal im Detail anschauen. Das heißt also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal. Ich melde mich hier nochmal kurz aus dem Videoschnitt und es hat mich inzwischen das Paket von Two Trees erreicht. Und Überraschung, es ist nicht der TS2 Laser Engraver, sondern der SP5, also Sapphire Plus 5 3D-Drucker, den ich eigentlich nicht testen wollte. Jetzt ist die Frage an euch. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Da gibt es eine Umfrage, ob ihr dann ein Review dann dazu sehen wollt, wenn ich den Drucker schon gerade da habe. Und wenn ihr eins sehen wollt, werde ich danach den Drucker an eine lokale Schule übergeben. Denn ich glaube, die können damit mehr anfangen als ich momentan. Denn ich habe ehrlich gesagt keinen Platz mehr dafür. Weiter geht's im Text. Dann kommen wir zu einem Drucker. Den hatte ich mir auf Kickstarter in die Watchlist gepackt, weil ich da wirklich, naja, dran interessiert war. Der sah ganz lustig aus. Ich habe gedacht, ein Delta-Drucker. Als ich dann genauer hingeguckt habe, habe ich gesehen, nein, das ist ja gar kein Delta-Drucker. Das ist ein ganz normaler FDM-Drucker, im Prinzip ein Core X2-Drucker sogar, wenn ich das richtig gesehen habe. Nur, der ist upside down. Und da gucke ich da runter und dann habe ich Kopfweh bekommen. Weil da steht der Rocket One, der ist auch upside down. Und da muss ich sagen, bei diesem Konzept stimmt, finde ich, so einiges nicht. Es sieht erstmal sehr verlockend aus. Es sieht erstmal nach einem zweiten Bambulab X1 aus. Ja, wenn man sich das so anschaut, es ist ein stylischer Drucker. Er sieht wirklich gut aus. Er hat sowas wie eine AMS nebendran, wo 5 Rollen Filament reinpassen. Unten in die Basis, habe ich mir sagen lassen, passen, glaube ich, auch nochmal 2 Rollen Filament rein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich das Ganze im Detail anschaut, dann sträuben sich einem die Haare sogar ein bisschen. Ich habe einen Testbericht gesehen, wo einer eine Vorproduktionseinheit bekommen hat zum Testen. Und als er unten das Fach aufgemacht hat, um das Filament reinzulegen, habe ich gesehen, da sind alle möglichen Kabel, die da lose rumliegen. Ob das jetzt nur ein Vorproduktionsmodellfehler ist oder ob das später auch in der realen Version so ist, weiß ich nicht.
Das konnte mir Kokoni nicht beantworten. Die Rede ist nämlich vom Kokoni Sota. Der Hersteller gibt das Ganze an, dass es 10-mal schneller drucken kann als herkömmliche FDM-Drucker. Und da bin ich hellhörig geworden. Schauen wir uns das Teil mal an. Wenn man das so sieht, dann sieht es erstmal ganz cool aus. Da sehen wir ein paar schicke Bilder, wo dann auch die Druckobjekte kopfüber drin hängen. Das ist erstmal nicht schlimm. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich will erstmal wissen, wie groß das Teil ist. Und habe den Hersteller angeschrieben, habe gefragt, wie groß ist überhaupt das Druckvolumen? Und die Antwort war 200 x 200 x 200, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich blende es euch nochmal hier unten ein. Das ist also schon mal ganz ordentlich von der Größe her. Das ist zwar ein bisschen kleiner als der MK3S, aber auch ein bisschen größer als der Mini. Und der Mini ist eigentlich vom Druckvolumen her ziemlich optimal, muss ich sagen. Gerade wenn man den nochmal unterwegs mit dabei hat, ist das schon ziemlich genial von der Druckgröße her. Also muss ich sagen, ist ein schönes, kompaktes, aber auch ausreichend großes Druckformat. Finde ich nicht schlimm. Und dann habe ich aber gedacht, okay, wie funktioniert das denn eigentlich kopfüber mit Multicolor-Drucken? Wie wechselt man da das Filament? Und klar, Purge Tower wird es wahrscheinlich geben. Das war auch dann die Antwort vom Hersteller auf meine Frage. Aber was passiert denn, wenn dann die Nozzle oost? Also wenn da noch ein bisschen was raustropft, wo geht das Zeug hin? Wandert das auf die Nozzle? Geht das in die Mechanik runter, wo dann der Druckkopf sitzt? Was passiert damit? Wo wandert das ganze Zeug hin? Das konnte mir der Hersteller leider nicht beantworten. Die Antwort auf meine Frage, wie das Ganze dann entsprechend gepurcht wird, hat nur geheißen, okay, es gibt einen Purge Tower und mehr nicht. Das heißt also, klar, es wird wahrscheinlich nicht so eine Mechanik geben wie beim BambuLab X1, wo dann hinten dran nochmal solche kleinen Wollknäule raustropfen. Aber wie kann man dann entsprechend die Nozzle zum Beispiel mal weiten? Dass man sagt, man hat nochmal an der Seite einen kleinen Kanister, um die abzuschrauben. Das funktioniert ja bei dem Drucker gar nicht, weil wo soll das Material denn hingehen? Wo landet das Ganze? Das konnte mir der Hersteller leider Gottes nicht beantworten. Das ist also schon mal Strike Nummer 1. Der zweite Punkt ist, dass ich mir die Werbespots mal angeguckt habe und da sieht man immer schön, dass zuerst das Druckobjekt verkehrt rum im Drucker hängt, jemand das Druckobjekt schnappt, rausnimmt und im nächsten Schnitt ist das Ganze natürlich schon gespachtelt, lackiert und fertig aufbereitet, dass man es verbauen kann. Das vermittelt, finde ich, einen falschen Eindruck, weil so einfach geht es natürlich nicht, noch nicht, leider. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, wo man drüber hinwegsehen kann, aber wenn man sich dann mal die Kickstarter-Kampagne komplett anguckt, dann fällt einem auf, dass das eigentlich so wie ein roter Faden sich durch die komplette Kampagne durchzieht. Ich scroll mal hier runter und zeige euch das mal, dass hier zum Beispiel mal so eine Rakete gedruckt wird an einem Stück und da ist kein einziger Support drin. Und das nicht nur das, sondern es sieht auch noch so aus, als wenn diese Rakete einfach nochmal im GIF oben draufgepackt worden wäre nachträglich. Und der Druckkopf sich nur bewegt hat und die Rakete sich einfach nur animiert, entsprechend Stück für Stück aufbaut. Also als wenn es quasi gefaked wäre. Und danach sieht es für mich sehr stark aus, weil erstens, man sieht keine Layerlines. Zweitens, man sieht halt auch keine Stützstrukturen, die da irgendwie... Auch dort braucht man, glaube ich, Stützstrukturen, egal in welche Richtung man druckt. Ja? Das ist, finde ich, nicht okay, dass man es so anzeigt. Dann habe ich den Hersteller gefragt, welche Materialien kann man denn damit drucken? Und die Antwort kam dann auch prompt. Man kann PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC und TPU drucken. Bei den letzten drei Materialien bin ich auch wieder ein bisschen stutzig geworden, wo ich sage, okay, bestimmt nur, wenn überhaupt in der geschlossenen Variante. Es gibt noch eine offene Variante, die dann keine Einhausung hat. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Gerade bei PC, ja, ob das dann wirklich so gut funktioniert oder auch PA, ob das wirklich so gut funktioniert im Raum, lasse ich erstmal dahingestellt. Das ist vor allen Dingen auch ein experimentelles Konzept, also mit Top-Down. Das muss ich erstmal mir selbst anschauen, bevor ich sagen kann, okay, da gebe ich mein Gütesiegel. Aber wie gesagt, ich werde mir den Drucker nicht kaufen, denn es gibt noch einen anderen Punkt und das ist für mich der nächste Strike. Und der heißt, es gibt keine entfernbare Druckplatte. Ich habe den Hersteller gefragt, okay, wie sieht denn das aus? Muss ich ständig so mit der Spachtel da oben reinkratzen? Und im Grunde genommen, ja, muss man. Ja, es gibt keine entfernbare Druckplatte. Die Begründung dafür vom Hersteller ist einfach, dass das Ding halt so speziell ist, dass sie auch eine spezielle Beschichtung draufgepackt haben auf die Druckplatte. Das ist dann Strike Nummer 2, ja, weil irgendwann wird die Beschichtung auch weg sein. Was mache ich, wenn diese Beschichtung kaputt ist oder beschädigt ist? Wie tausche ich die Druckplatte aus? Wie teuer wird das Ganze? Da sind so viele Fragen und so viele Fragezeichen, die da aufkommen, dass ich sage, okay, das ist für mich eine rote Flagge per Excellence. Das Ding ist, ja, komplett raus. Und dann gibt es noch einen Punkt,
den ich mit euch besprechen möchte, und das ist die Druckgeschwindigkeit. Und das ist auch gleich die Überleitung zum nächsten Drucker. Die wird hier bei dem SOTA angegeben mit 600 mm pro Sekunde. Und das ist schon eine Hausnummer. Das ist aber eine Hausnummer, wo ich sage, okay, da möchte ich gar nicht hin, weil ich weiß nicht, wie dann noch die Drucker aussehen werden. Das ist mit Sicherheit nichts mehr Schönes. Und wir haben es beim Rocket One gesehen, die Versprechen sind hochspurig. Und am Schluss, was dann wirklich bei rauskommt, ist dann wirklich, naja, so klein mit Hut. Weil dann kann er vielleicht am Schluss 60 mm pro Sekunde drucken. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Der Grund, warum der Hersteller sagt, dass sie das Ganze überhaupt top-down gemacht haben, ist einfach, dass die Vibrationen gedämpft werden sollen, dass die ganze Mechanik unten ist und dadurch das Gewicht auch unten ist. Das kann ich durchaus nachvollziehen, aber dass man dann darauf verzichtet, dass dann eine flexible Bildplate drin ist, kann ich absolut nicht verstehen. Dann gibt es noch einen Punkt, und das ist dann die dritte rote Flagge, glaube ich mal, wenn ich richtig liege, wo ich sage, okay, das ist ein absolutes No-Go, nämlich das Ding lässt sich über App bedienen. Das ist erstmal nichts Schlimmes, aber die App funktioniert einfach schlichtweg gar nicht. Ich habe sie mal ausprobiert, man kann sie nämlich auch ausprobieren, ohne den Drucker zu haben. Es gibt bereits einen anderen Drucker von Kokoni, der ganz normal aufgebaut ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da kann man die App auch verwenden. Das Problem ist nur, die meisten Features von der App sind immer noch in der Beta. Und die, die nicht in der Beta sind, funktionieren einfach nicht. Das heißt also, ich könnte zum Beispiel hingehen, könnte ein Foto von mir machen und dieses Foto dann in ein 3D-Modell umwandeln. Das Problem, was dann nur passiert, ist, dass dieses Modell nur ein ganz klein bisschen, so ein Standardmodell, angepasst wird auf die Augenhöhe, auf die Augen, wie weit die Augen auseinanderstehen, wie hoch die Nase ist, wie breit der Mund ist. Ja, wenn man so eine große Klappe hat, wie ich jetzt in dem Sinne. Und dass der Rest vom Modell einfach schlichtweg Standard ist. Das heißt also, die Haare und alles drum und dran, die Statur wird nicht berücksichtigt und man hat am Schluss nur eine ganz normale Standardfigur, die ein bisschen angepasst ist. Und sobald die Textur aus der App dann weg ist beim Drucken, sieht das Ding nicht annähernd so aus wie man selbst. Die anderen Features, wie zum Beispiel eine AI-gestützte Scan-Funktion, wie bei Photogrammetry ansprechen, was ja mittlerweile schon bei vielen Apps funktioniert, funktioniert in der App nicht. Und man kann auch diese Modelle nicht herunterladen. Man kann also nur STL-Dateien reinladen, muss die dann dort in der App slicen, wenn ich es richtig verstanden habe. Beziehungsweise man hat einen proprietären Slicer. Und das ist für mich wirklich so als geschlossenes System Flagge Nummer 3, wo ich sage, das geht gar nicht. Das ist wirklich ein Punkt, da reagiere ich allergisch drauf, geschlossene Systeme. Wir als Maker, ja, ich verstehe, dass es Leute gibt, die sagen, hey, ich mag das Ding einfach hinstellen, Plug and Play und drucken. Das ist gut, dass die Community so wächst. Aber ich als Maker möchte gerne ein System haben, wo ich dran basteln kann, wo ich auch zur Not dran reparieren kann. Und da machen wir gerade mal die Überleitung zum nächsten Drucker, zum nächsten proprietären System, nämlich dem BambuLab X1. Und das ist auch ein geschlossenes System in dem Sinne, denn der BambuLab X1 hat ein proprietäres Hotend. Wenn ich mir angucke, wie kompliziert das auseinanderzunehmen ist im Vergleich zum Prusa MK4, sträuben sich mir auch die Nackenhaare, wenn ich mitbekomme, dass die quasi den Prusa Slicer oder Super Slicer oder Slix3R oder Slicer, wie er heißt, einfach umgematcht haben auf ihren Druckern. Das hat ja Prusa auch gemacht, das erstmal nichts Verwerfliches. Aber das Ganze so geschlossen und so, naja, unflexibel ist im Prinzip und nur auf diesen einen Drucker gemünzt ist und dass der Drucker, wenn er dann mal outdated ist, nicht mehr upgegradet werden kann, so einfach, das ist für mich ein Kritikpunkt, wo ich sage, das muss ich nicht haben. Und dann gibt es ein paar Sachen, wo ich sage, okay, die mir echt die Kinnlade haben nach unten fallen lassen, weil das hätte man relativ einfach machen können. Man hätte einfach die Features aus dem Prusa Slicer oder Slix3R entsprechend können rausnehmen und übernehmen können. Nämlich zum Beispiel mal, wenn ich mir das Video von Nachdenksport, ich packe es euch unten in die Videobeschreibung, angucke, um den Extrusion Multiplier zu berechnen. Das bereitet mir echt Kopfschmerzen, wenn ich sehe, wie kompliziert das in diesem Bamboo Slicer ist. Der nächste Punkt ist einer, der geht meiner Meinung nach auch nicht, und das ist das Druckbett. Da habe ich schon unabhängig voneinander von mehreren Stellen gehört, dass das Ding nicht flach ist, sondern eigentlich so eine Art Schale ist, die in der Mitte nach unten zieht und dass da teilweise auch mal eine Differenz von mehr als einem Millimeter dann vorkommen kann. Das ist schon echt heftig. Und das muss ich mir nicht wirklich antun, da ist mir mein sauer verdientes Geld dann doch wirklich zu wertvoll dafür. Und das ist auch genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich entscheide mich lieber für den MK4. Weil wenn der MK4 dann irgendwann mal outdated ist und es vielleicht ein MK5 gibt oder vielleicht ein Upgrade-Kit auf ein, was weiß ich, ein XL Mini oder sowas in Richtung,
dann kann ich das bei Prusa relativ kostengünstig bestellen, weil alles Open Source ist. Und dann kann ich das Ganze auf meinen Drucker upgraden und habe im Prinzip eine neue Maschine da stehen, die besser funktioniert als der Vorgänger. Und das ist das, was ich auch persönlich gerne möchte, dass ich meine Maschine nachhaltig weiterentwickeln kann und auch Upgrades dran durchführen kann. Wie jetzt zum Beispiel bei meinem MK3S, da habe ich den Bare Extruder draufgepackt, weil ich einfach gesagt habe, der normale Extruder reicht mir nicht mehr aus. Wer das Video noch mal sehen möchte, das packe ich euch hier oben hin. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende. Das sind die drei Drucker, die ich mir nicht kaufen würde. Ihr könnt natürlich gerne unten in die Videobeschreibung schreiben, welche Drucker ihr euch kaufen würdet. Klar, ich habe auch einen Voron hier stehen. Ich baue gerade den Low-Budget-Voron. Ich habe noch gerade den Voron Zero hier fertiggestellt. Und ich habe noch mal einen Voron 2.4 da stehen. Das heißt also, klar, Core X2 bin ich schon firm drin. Ja, kenne ich mich schon ein bisschen aus. Und finde ich auch echt genial. Deswegen, sich das schön zu reden mit dem MK4, ja. Aber ich finde, der MK4 macht einen guten Eindruck und der MK3 hat mir bis jetzt gute Dienste geleistet und ist ein echt super Drucker. Der ist immer da, wenn ich ihn brauche und ich kann ihn wirklich anschmeißen, mich umdrehen, weggehen und der druckt und wenn ich zurückkomme, ist das Ding fertig. Das ist das, was ich möchte. Das kann der Voron auch. Beim Bamboo Lab bin ich mir nicht sicher, dass er das auf Dauer kann. Vor allen Dingen, was mache ich, wenn das Ding mal kaputt ist? Es ist wirklich ein so geschlossenes System, dass ich sage, das ist ein No-Go für mich. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr der Makorama Family beitretet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Hodl sein, Happy Printing und ciao. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Makerlein. Es freut mich, dass ihr noch mit dabei seid und nicht abgeschaltet habt jetzt nach dem Video. Und es gibt heute was ganz Besonderes, nämlich wir fliegen dahin. Genauer gesagt, da oben hin. Das ist was Phänomenales. Ich bin gerade komplett aufgeregt, aufgedreht, happy und auch zugleich verängstigt in einem Paket. Ich weiß nicht, was mich erwartet, deswegen gehen wir jetzt mal runter und schauen uns mal an, was denn alles auf uns zukommt. Left.
So, jetzt ist der Tag fast vorbei. Wie man sehen kann, das Matterhorn ist schon wieder weg. Wir hatten also heute Morgen, als wir geflogen sind, perfektes Wetter. Es war das geilste Geburtstagsgeschenk überhaupt. Und wir gehen jetzt nochmal eine Runde was essen. Noch ein bisschen Zeit mit ein paar Freunden verbringen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, happy printing und ciao.